Welche Dinge waren dir beim Dreh noch wichtig? Sicherheit. Wir hatten zum Beispiel auch viele Shots im Regen. Man muss aufpassen, dass man das nicht stundenlang macht. Dann der Legion Square Dreh. Hier war es am wichtigsten, dass sich niemand verletzt. Dafür muss man unfassbar viel planen vorab. Wie hast du eigentlich die Leute gecastet? Ich habe gesehen, du hattest da dieses Zombie-Casting. Ja, aber das war tatsächlich für einen der letzten Drehs. Mein Cast lief so ab, dass ich in der ganzen Zeit allen möglichen Menschen von meinem Projekt erzählt habe und sie gefragt habe, ob sie mitmachen. Manche sagten dann auch, Reno, ich bin nicht so der Schauspieler, aber wenn du mal Hilfe brauchst, ruf mich an. Ja, auch das hat mir immens geholfen. Ich habe in der ganzen Zeit nie Werbung für den Film gesehen. Warum? Ich bin kein Freund davon, Leute zu spoilern. Hätte ich Bilder vom Dreh gepostet, wäre das sicher sehr spannend gewesen. Bei kleineren Projekten kann man das sicher gut machen, aber bei diesem Projekt ging es darum, den Leuten nichts vorwegzunehmen, dass sie unbeeinflusst zum Film kommen. Ich kann mir vorstellen, dass da auch sehr viele Leute einem reinreden wollen, oder? Ich habe größtenteils mit Menschen gearbeitet, die ich schon kannte. Also die respektieren mein Schaffen da schon sowieso und die kamen einfach zum Dreh und waren sehr offen und haben mir vertraut, wenn ich sie angewiesen habe. Und jetzt im Nachhinein? Ja, also klar, es gibt schon Leute, die sagen, also Reno, im nächsten Projekt musst du unbedingt das und das machen und dann könnte Pein doch das und das und dann die Szene und dann die Szene. Und dann sagen sie mir quasi ihre Filmidee vor. Ich glaube, einige sehen nun auch diese werbetechnischen Möglichkeiten. Naja, also ich spüre da diese Begeisterung, weil ich weiß, dass sie mir nur helfen wollen. Ich hoffe jedoch, dass die Leute auch nach diesem 90-Minuten-Film mal anfangen, mich ernst zu nehmen als Autorin und eigenständige Person mit eigenen Ideen. Warum ist dir das so wichtig? Ich beantworte das gleich. Oh, schaut mal, wie schön das hier ist. Hier unten kann man auch was wundervoll drehen. Das ist hier wirklich... Wow, liebe das. Also, mir ist das wichtig. Wenn die Leute einen Song von mir hören oder einen Film von mir sehen, sollen sie schon die Garantie bekommen, dass da ich dahinter bin. Ich brauche keinen Ghostwriter. Ich schreibe meine Sachen selbst. Und das wissen die Leute auch zu schätzen. Ich fand das wundervoll, dass die Leute nach dem Kino zu mir kamen und meinten, Reno, man merkt, dass das dein ganz eigener Stil ist. Und das soll es auch bleiben. Ich möchte mir meine eigene Handschrift bewahren. Spielen in deinem Film eigentlich auch berufstätige Schauspieler mit? Zum Teil, aber das war ja ein freiwilliges Projekt. Die meisten kamen aus ganz anderen Branchen. Meine Aufgabe bestand darin, den Menschen Mut zu machen, sich im Film und auch der Musik auszuprobieren. In meinem Film hatten sie die Chance, ohne dass es einen allzu großen Druck gab. Es war das Schönste zu sehen, wie sie über sich selbst hinausgewachsen sind. Was sind die Herausforderungen, wenn man so arbeitet? Tja, die Herausforderungen. Also ohne Gage, ohne Vertrag, ohne Verpflichtung können die Menschen natürlich leichter absagen. Oder man muss viele Wochen auf einen Termin warten. Aber ich verstehe das. Viele hatten 3 Jobs, ein Privatleben, wenig Zeit. Und trotzdem, wir haben das hinbekommen. Trotz stressigem Leben. Ich bin wirklich sehr dankbar. Unfassbar dankbar.